Wegen zu schnellen Fahrens muss der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor für einen Monat seinen Führerschein abgeben. Außerdem verurteilte das Amtsgericht Pasewalk den 29-Jährigen zu einer Geldstrafe von 450 Euro. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Der Chef der CDU-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern im Bundestag war vergangenes Jahr mit seinem BMW 530D mit 120 Sachen durch eine Tempo-70-Zone gerast. Zu der Verhandlung war es gekommen, weil Philipp Amthor das auferlegte Bußgeld nicht akzeptiert. Ja, meine Meinung zu dem Thema ist, ja, in verschiedenen Medien wird halt gesagt, dass Philipp Amthor eine Geldstrafe zahlen muss und kein Bußgeld. Hier wurde es zum Glück richtig gesagt, dass Philipp Amthor ein Bußgeld zahlen muss. Denn Geldstrafe ist faktisch und juristisch falsch. Das muss man mal hier so klar sagen. Das ist nämlich ein Bußgeld, was der Philipp Amthor, wie auch hier gesagt wurde, zahlen muss. Weil das nämlich eine Ordnungswidrigkeit ist, die der Herr Amthor begangen hat. Und das hat nichts mit einer Geldstrafe zu tun, was eine Straftat wäre. Und das ist 70 km/h-Zone, wo er gefahren ist, ist er mit 120 km/h gefahren. Zumindest ungeblitzt worden. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Nochmal, das ist keine Straftat. Das ist juristisch gesehen ein großer Unterschied. Amthor hat es auch prüfen lassen und ja, ich verstehe die Kritik daran nicht, dass der es halt über einen Richter halt prüfen lassen hat. Das ist nämlich sein gutes Recht darauf, kann jeder machen, das nochmal von einem Richter prüfen zu lassen. Nur man muss halt dann halt auch die Anwaltskosten dazu rechnen. Und dann wird es noch ein bisschen teurer. Und ja, natürlich muss man es hier verurteilen, dass Herr Amthor jetzt in einer 70er-Zone mit deutlich zu viel, mit 50 km/h drüber gefahren ist. Aber wie schnell passiert denn das? Dass man heute geblitzt wird. Es ist oft so, dass man zum Beispiel 100 km/h fährt, dann ein Schild kommt, wo dann drauf steht 70 und ungefähr 50 Meter hinter dem Schild kommt schon der Blitzer. Dann ist es auch kein Wunder, dass man auch schon geblitzt wird, wenn man vor allem als nicht ortskundiger eine Strecke irgendwo lang fährt. Ja, das Thema ist sehr umfangreich. Und wisst ihr überhaupt, wie häufig falsch geblitzt wird? Weil die Geräte falsch aufgestellt werden, weil die Geräte nicht richtig eingerichtet werden, weil die Messdaten einfach nicht richtig sind, etc. etc. pp. Es geht einfach nur ums Geld. Follow of the money. Deswegen bei einem Ticket von 10, 15, 20 Euro, was meinst du, wie viele Leute, wenn die das Ticket zu Hause haben, einfach sagen zu sich, komm, bezahl das. Halt, ja, da schaltet keiner ein Anwalt ein. Würde ich auch nicht machen bei 10 oder 15, 20 km/h, weil man halt noch die Anwaltskosten halt dazu rechnen muss, wenn man das halt über ein Gericht prüfen lassen möchte. Ja, und ich sehe da auch keine Doppelmoral beim Philipp Amthor.
Anders war ein Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Im letzten Jahr wurde ein Politiker von der Partei Bündnis 90 Die Grünen geblitzt. Ja, dieser Politiker wurde mit 177 km/h geblitzt auf einer Autobahn, wo man nur aber höchstens 130 km/h fahren durfte. Ja, und dieser Bündnis 90 Die Grünen Politiker verfolgt ja eine ganz andere Politik, als der Herr Amthor es tut. Deswegen finde ich eine Doppelmoral bei Philipp Amthor nicht angebracht. Aber schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare.